herzlich willkommen bei Fittorial. Mein Name ist Sinan. Ich bin Melli. Und wir sind bei Tag Nummer 2 unserer 30-Tage-Challenge, wo wir euch zum Sportler machen. Und wir haben jetzt den zweiten Tag. Gestern haben wir ja gemeinsam ein Workout gemacht. Es war sehr sanft, aber wir gehen einfach mal davon aus, vielleicht der ein oder andere hat trotzdem davon einen ordentlichen Muskelkater bekommen. Vielleicht so ein bisschen Brustmuskelkater. Das geht sehr schnell bei Brust. ist man häufig nicht so im Training. Und jetzt stellt sich häufig die Frage, zweiter Tag oder überhaupt nach dem Training, man hat jetzt Muskelkater, darf ich jetzt trainieren? Was kann ich machen? Und da wollen wir einmal mit euch drüber sprechen. Und ich will auch, das gilt generell für die ganze Serie, die wir jetzt hier machen, man kann das immer super wissenschaftlich im Detail und dann kann man Regeln aufstellen und nach 35 Stunden, nach der letzten Zunahme von Wasser und irgendwas, das kann man alles machen. Das hilft nur manchmal nicht, wenn ihr zum Sportler werden wollt, weil da werdet ihr irgendwann merken, da müsst ihr intuitive Entscheidungen treffen. Ja. Und dahin wollen wir euch eigentlich bringen. Und deswegen machen wir heute ein zweites Workout, trotz des vielleicht vorhandenen Muskelkaters. Wenn du jetzt das Gefühl hast, ich kann mich irgendwie nicht mehr bewegen, dann ist das natürlich der Punkt, wo du in deinen Körper hineinfühlst und dein Körper dir ganz klar kommuniziert, heute machst du keinen Sport. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Aber wenn du denkst, jo, ich spüre meinen Körper so ein bisschen, ich weiß, was ich gestern getan habe, ja, dann heute direkt nochmal, oder? Richtig, weil, und das hast du sehr gut erklärt, also ich will letztlich, dass jeder ein Gespür dafür bekommt und nicht einfach nur stumpf fragt, ja, was soll ich tun, sondern spüre in dich, lerne deinen Körper kennen, merke, okay, kann ich jetzt, ich habe gestern vielleicht ein paar Squats, also die Kniebeuge gemacht, ist das jetzt so, dass ich denke, oh ja, hallo Oberschenkel, oder ist das jetzt schon, oh, ich kann gar nicht gehen? Und das ist etwas, das kannst nur du selbst wissen. Das Thema ist ja auch sehr komplex, geht in Richtung Regeneration. Das ist, ja, da ist auch jeder unterschiedlich. Da werden wir nochmal ein eigenes Video zu machen. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt nochmal ein zweites Workout, also heute am zweiten Tag. Und wenn du dich danach fühlst, dann machst du mit. Also, let's go. Get ready for Fittorial 5. Squats in 3, 2, 1, go. Und wir starten übrigens immer mit den Squats, also den Kniebeugen, weil das eine super große Muskelgruppe ist. Und das ist perfekt, um den Körper so ein bisschen aufzuwärmen und auf die nachfolgenden Übungen vorzubereiten. Und denk auch hier wieder daran, wenn du erstmal nur den halben Weg gehen möchtest. Ja, ich merke es gerade schon. Man soll es ja auch merken. Ich spüre in meinem Körper. Sehr gut. Three, two, one. Prepare for push-ups. Push-ups. Eine deiner Lieblingsübungen, oder? Richtig. Ich gehe heute mal, ich erhöhe mal den Winkel so ein bisschen. Mach das. Three, two, one, go. Und hier kannst du die Intensität auch über dein Tempo so ein bisschen bestimmen. Und egal, was du tust, denk an die feste Körpermitte. Ist der Bauchnabel eingesaugt, Sini? Sowas von. Sehr gut. Klebt an der Wirbelsäule, oder? Auf jeden Fall. Bauchnabel-Staubsauger bin ich. Genau. Lieblingsübung, dazu kriegt ihr auch noch ein Video. Leg die Stirn ruhig wieder entspannt ab. Und dann lass deine Beine kicken. Ja. Ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer. Aber nicht aus dem Kniegelenken. Nope. Aus der Hüfte und den Po super fest anspannen. Ja. Dein unterer Rücken wird es dir danken. Und der Po wird gleichzeitig dadurch mittrainiert. Auch nicht das Schlechteste, oder? Super wichtig.
Und wenn ihr so stöhnt wie der Sinan gerade, dann dürft ihr auch gerne mal kurz ablegen zwischendurch und dann wieder einsteigen. Du bist die Trainerin, du musst immer so wirken, als wäre das nicht anstrengend. Ich darf völlig am Ende sein. Du darfst, jeder darf. 2, 1. Prepare for plank. Okay. Auf geht's. Zu einer festen Körpermitte. Zieht den Sturm auf. 3, 2, 1, go. Einmal abheben, Bauchnabel einsaugen. Ich bleib noch schön brav auf den Knien. Ja, ich auch, definitiv. Und falls irgendwie so Fragen aufkommen zu den einzelnen Übungen oder worauf man technisch achten sollte, wir haben da schon ein paar echt schöne Videos produziert, wo wir genau darauf nochmal genauer eingehen. Also gerne mal ein bisschen runterscrollen und euch die wunderschönen Videos, die in der wunderschönen Türkei entstanden sind, einmal zu Gemüte führen. Atmest du? Atmen, atmen Sie. Atme immer. Sehr gut. Schwer. 3, 2, 1. Prepare for core belly. Schöne Bauch. Für den schönen Bauch ist das, genau. 3, 2, 1, go. Such dir eine Variante aus. Kinn auch hier wieder sanft ranziehen. Nicht an die Brust kleben, aber schön für den entspannten Nacken sorgen. Und auch gerne mal die Atmung nutzen. Atme ruhig durch den Mund aus, wenn du hochkommst. Durch die Nase ein, wenn du wieder ablegst. Und falls du zwischendurch mal ganz ablegen musst, auch überhaupt gar kein Problem. Auf jeden Fall besser, als wenn man anfängt zu reißen. Genau. Dann mal kurz einmal vielleicht so strecken. Ne, in den Körper reinfühlen, das war unser Motto. Und dann nochmal. 3, 2, 1. Nice workout. Kann man vielleicht jetzt schon mal direkt erwähnen, dass es wirklich nicht jetzt auf Teufel komm raus, oh, ich muss die 45 Sekunden Nein. schaffen oder oh, ich muss 30 Stück machen. Völlig egal. Also lieber die Übung richtig machen. Richtig machen, sodass es sich gut anfühlt. Ja. Dass du selber auch das Gefühl hast, dass du es mit einer sauberen Technik machst. Und wenn du dir noch unsicher bist mit deiner Technik, dann umso mehr. Slow it down. Mach langsam und spür lieber nach. Ja. Ich habe ja auch schon viele Kurse bei dir mitgemacht und du kennst das ja. Manchmal ist das bei mir so, dann sitzt irgendwas nicht richtig, ja. Dann fühlt es sich nicht gut an. Dann muss ich die Übung kurz abbrechen, muss mich mal kurz strecken, drehen, irgendwas und dann lieber richtig weitermachen. Das ist auch so ein Punkt, glaube ich, den viele auch falsch machen. Und ja, dahin bringen wir euch, dass ihr euren Körper kennenlernt und wisst, was er kann. Kein und, falscher Ehrgeiz. Genau. Und in 28 Tagen kann der dann schon einiges, versprochen. Sonst gibt's Geld zurück. Was ihr nicht bezahlt habt. So ist das hier. So, dann bis morgen, würde ich sagen. Bis morgen.